Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Genau, einen Hangar Show Off. Und genau das werden wir jetzt tun. Ja, meine Freunde, der Hangar Show Off. Für alle neuen Abonnenten unter euch, die das Format noch nicht kennen, wir gucken uns hier immer drei verschiedene Hangar an. Einen aus dem Endgame, einen aus dem Midgame, einen aus dem Early Game und damit fangen wir heute auch direkt an. Dafür gucken wir uns mal ein bisschen im Chat um. Ah, guck mal, hier 16 Killer. Was haben wir hier? Das könnte theoretisch ein Early Game Hangar sein. Schauen wir mal rein. Ja, genau, hier Early Game, Hangarstärke 3354 und einen leeren Preset-Slot. Wir machen es übrigens so, ich weiß gar nicht, ob ich schon einen Hangarshow aufgemacht habe, seit es die Preset-Slots gibt. Wir gucken uns immer nur einen Preset-Slot an, ansonsten wird es ein bisschen zu heftig von der Zeit her. Schauen wir mal. Also wir fangen ganz links an mit dem Guardian. Sehr, sehr gute Sache. Guardian mit Missile Rack 8 ist im Early Game eine der besten Sachen, die man haben kann. Ist auch sehr klassisch. Selbst vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, war das die Kombi schlechthin, mit der man speziell am Anfang sehr, sehr viel dominieren kann. Er hat hier den Neymar Junior drauf. Gucken wir mal, wie der ausgestattet ist. Er hat den Damage, Nachladezeit und auch die Abklingzeit. Die ist hier allerdings nur Seltene Implantate sollte man, wenn möglich, nicht verwenden, auch am Anfang nicht und wenn, dann nur ungelevelt, weil sie einfach Unmengen an Ressourcen verschwenden im Verhältnis zu dem Nutzen, den sie haben, denn der ist eigentlich kaum vorhanden. An sich ist der Pilot allerdings ganz gut ausgerüstet. Neymar Junior ist ja auch ein limitierter Pilot, das heißt eine absolute Seltenheit mittlerweile, den kriegt man ja nicht mehr. Und ja, genau, also der Guardian ist auf jeden Fall perfekt ausgerüstet. Super Sache. Dann hat er hier einen Panther. Schon ein Blue Neo Scale, das ist schon mal was. Sehr schön. Er hat hier eine Fusion Cannon 10 und eine Nate Launcher 10 drauf. Ja, das ist so eine Sache, die findet man im Early Game relativ häufig, dass manche Spieler 2 verschiedene Waffen auf ihren Mechs haben. Ich persönlich halte nicht besonders viel von der Kombination. Im Early Game kann man es noch machen, aber später wird das wirklich schwierig. Also kann man später echt nicht mehr zocken. Deswegen, jetzt nicht unbedingt so perfekt wie beim Guardian. Er hat hier den Torchlight, den er hier auf... den hat er komplett falsch ausgebaut. Torchlight ist ein Pilot, der die inhärente Fähigkeit Gewehrschaden hat. Er hat hier aber Sperrfeuerwaffenimplantate drauf gebaut, nämlich den Radius in Episch und den Schaden in Selten. Kann man machen, habe ich auch früher gemacht, als ich zum Beispiel die Shotguns noch auf Tango gezockt habe. Da habe ich Asami zweckentfremdet damals und habe da die Shotgun-Implantate drauf gebaut. Das kann man machen, denn das Einzige, was quasi wegfällt, ist dann der spezielle Waffenschaden. Den Rest bekommt man ja trotzdem mit. Also will ich jetzt nicht werten, habe ich selber schon gemacht. Kann man machen, wenn man nichts anderes hat. Ja, an sich funktioniert das Ganze. Die Fusion Cannon hat hier gar keine Implantate, wie denn auch, wir haben ja nur einen seltenen Piloten drauf, vollkommen klar. Ist jetzt eher so eine Sache, wo ich sage, okay, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, das ist so ein Projekt, an das sollte er sich nochmal setzen, da sollte er ein paar Ressourcen reinbringen, dass man sagen kann am Ende, okay, man kann zweimal dieselbe Waffe haben, wir haben einen besseren Piloten, wir haben bessere Implantate. Gut, dann hier in der Mitte, sehr interessant, einen Killshot mit dem Goldfuturist-Skin, den Goldfuturist habe ich auch noch nicht. Normalerweise muss man sich den über die Erfolge erspielen, den bekommt man insbesondere bei den ganz, ganz alten Mechs, die vor Stalker released worden sind, erst relativ am Ende des Erfolgspfads. Allerdings ist es so, dass es damals einige Kaufangebote für Neulinge gab, die zum Beispiel den Killshot mit dem Goldfuturist zusammen erworben werden konnten oder die dann eben kaufen konnten. Und daher wird der auch vermutlich kommen. Also ich schätze, ist es bloß eine Schätzung, wenn du das Video siehst. Ich weiß, du bist ein Abonnent von mir und du hast dir den wirklich erspielt, dann schreib das mal in die Kommentare, dann meinen größten Respekt dafür. Ja. Zweites Launcher 8, sehr gute Kombi, sehr klassische und vor allen Dingen oldschoolige Kombi, denn Killshot mit Disc Launcher, im Allgemeinen Disc Launcher 12 auf Max Level dann damals, das war so eine Kombination, die wurde sehr, sehr häufig früher gespielt, also ganz, ganz früher zu der Zeit, wo auch hier Ares mit Carbine 12 noch OP war. Freut mich, das zu sehen. Er hat hier den Neymar Junior drauf, den MVP Neymar Junior. Zielsuchend, was haben wir hier? Und, oh, den hat er aber nicht gut ausgerüstet. Das muss man dazu sagen. Er hat, okay, wir haben 4 Implantatslots. So, wichtig sind meistens die Waffen,
Implantate. Die Implantate für die Waffen sind absolut necessary, ja, also absolut notwendig. Das einzige Waffenimplantat, das er hier hat, ist der Schaden für die Disc Launcher. Ansonsten hat er hier den Mech-Fähigkeitsschaden. Den hätte ich auch genommen. Oder wahlweise den Schaden für den Killshot Dash gibt es ja auch nochmal als legendäres Implantat. Aber das dann halt gehupft wie gehechtelt, macht keinen Unterschied. Und dann hat er noch zwei andere, nämlich ich glaube einmal den Schadensradius und einmal die Sprintdistanz für Killshot drin. Und ja, das ist einfach too much. Es ist einfach too much. Also wenn der Pilot richtig ausgebaut wäre, dann hätten wir den Schaden für Disc Launcher, den Radius für Disc Launcher, die Nachladezeit für Disc Launcher und das Schadensimplantat für den Mech, beziehungsweise das spezielle Schadensimplantat für Killshot. Kann man jetzt hier natürlich wieder sagen, okay, vielleicht hat er es einfach nicht. Ne? Ich meine, er ist ein Early Gamer, er ist, soweit ich weiß, kein Payer. Da kann er einige Implantate einfach noch nicht haben und dann rüstet er halt natürlich den Piloten so aus, wie es halt gerade funktioniert. Aber ich muss es natürlich nach irgendetwas bewerten und dementsprechend bewerte ich das Ganze einfach nach dem, wie es ja optimalst wäre. Dementsprechend der Pilot leider Gottes nicht besonders gut ausgebaut. Aber es scheint so ein bisschen sein Flaggschiff zu sein, auf jeden Fall der Mech. Dann haben wir den Stalker mit Arctoran 6 doppelt, sehr gut, und Chester als Pilot. Da passt auch der Pilot, da passen auch die Implantate. Wir haben die Reichweite, absolut notwendig. Und wir haben auch das Schadensimplantat. Braucht man nicht allzu viel zu sagen. Hier auch Bluneo Scale schon erspielt, sehr schön. Ist eine gute Kombination. Hat man früher auch so im Endgame gespielt, allerdings dann halt mit Arctoran 12, kannst du mittlerweile nicht mehr bringen. Ja, zum einen waren zum damaligen Zeitpunkt, also von der Zeit, wo ich jetzt spreche, da war es halt so, dass die Bots noch schwach waren. Also hast du wirklich alles weggebrutzelt mit dem Ding. Und ja, später dann, nach dem großen Update, hat der Stalker einfach zu wenig Lebenspunkte für eine direkte Konfrontation gehabt und jetzt wurden ja die Arcs auch noch genervt, also im Late Game, im Endgame brauchst du damit nicht mehr kommen, aber hier fürs Early Game noch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einen Paragon, ganz klassisch, mit Mortar 12 und Mortar 8 und einem Spark-Piloten als Pilot. Er hat hier einmal die Reichweitenverkürzung und den Schaden. Ja, ist okay ausgebaut. Wie gesagt, seltene Piloten sind nie sonderlich empfehlenswert. Aber man kann auf jeden Fall hier den Paragon mit den entsprechenden Mortern spielen. Ne? Also Paragon ist sowieso so ein Mech, der halt sehr schnell die Position wechseln kann über seine Fähigkeit und der halt noch nicht besonders viele Lebenspunkte hat. Deswegen ist es ganz gut, wenn man den weiter hinten spielt. Also entweder mit Railgun, EM Rival 16 oder halt eben Helix-Mortar. Ist also gar nicht so schlecht der Einfall. Mache ich auch ab und zu, tatsächlich. Ja, im Allgemeinen kann man sagen, ist auf jeden Fall ein relativ stabiler Early-Game-Hangar, mit dem er bestimmt das ein oder andere reißen wird. Ich würde dem Hangar so eine 6,5 von 10 geben. Abzug in der B-Note gibt es halt einmal für den schlecht ausgerüsteten Piloten des Killshots und eben den Panther, der wirklich noch sehr, sehr, sehr ausbaufähig ist. Kommen wir zum Mid-Game-Hangar. Da habe ich mir von Aktiv einen Spieler rausgesucht, der ein japanisches Zeichen trägt. Ich glaube aber, das ist ein deutscher Spieler. Ich habe den in der FL und ich habe ihn schon das ein oder andere Mal im Deutsch-Chat gesehen. Sein Hangar ausgestattet mit den Slava-Ukraini-Skins. Ja, wenn man es mag. Also ich finde die Skins portenhässlich, es tut mir leid. Das Einzige, was ich an den Skins cool finde, ist halt dieses Zeichen, das die auf der Stirn haben. So, das sieht cool aus, aber die Farbkombi aus diesem Gelb und dem Blau, das taugt mir einfach nicht. Aber cool, dass das alles hier schön einheitlich hat. Jetzt gucken wir uns mal die Mechs an. Wir fangen wieder links an. Der hat einen gemaxten Surge mit einer Carbine 12 und einer Carbine 8 drauf und dem Major auch ausgemaxt. Das ist natürlich eine Kombination, die man durchaus spielen kann im Midgame. Ich persönlich bin kein Fan von Carbines auf Surge tatsächlich, weil die einfach nicht schnell genug killen. Ja, also im Midgame natürlich noch brauchbar, aber im Endgame kannst du die Kombination echt knicken. Sie wird zwar hier und da noch gespielt, aber man trifft sie wirklich immer, immer seltener an. Gucken wir mal, was er auf dem Major drauf hat. Er hat ein Reload-Implantat für die Carbine, er hat eine Dauer für den Surge, er hat eine Abklingzeit in lila und er hat die Sturmsprint-Distanz. Auch hier, wie beim Early Gamer auch, leider Gottes nicht besonders gut ausgerüstet.
Die Sache ist, auch die Carbine braucht drei Implantate. Wir haben einmal die Magazinkapazität muss erhöht werden, das Reload-Implantat und definitiv der Schaden. Und dann bleibt eben entweder die Dauerdistanz, die ist bei Search ziemlich, ziemlich böse, oder eben das Abklingzeiten-Implantat. Ne? Dementsprechend hier leider auch nicht optimal ausgerüstet, aber ich sag's nochmal, viele Spieler haben diese Implantate einfach nicht. Insbesondere, wenn man halt nicht im Endgame ist. Die müssen mit dem arbeiten, was sie haben. Deswegen, auch wenn ich es hier natürlich in die Bewertung mit einbeziehe, das muss man wirklich berücksichtigen. Also was soll er denn tun, wenn er nichts anderes hat vielleicht? Ne? Das ist jetzt kein nicht falsch ausgerüstet, weil er sich nicht auskennt oder so. Das ist falsch ausgerüstet, weil er vermutlich nichts anderes im Inventar hat. Gut, gucken wir mal weiter. Dann natürlich der klassische Killshot, auch ausgemaxt mit 2 Arctorrent 12 und Mina. Die ist auch noch nicht ganz ausgemaxt. Die Kombination ist jetzt, ich glaube im Midgame dürfte sie auf jeden Fall noch gut funktionieren. Die Arctorrents funktionieren auf Nähe auch noch relativ brauchbar, also zumindest speziell im Midgame. Gucken wir uns mal Myna an, da haben wir die Abklingzeit, die Reichweite, den Schaden und eben die Nahkampfsprintdistanz. Kann man machen. Eigentlich müsste hier noch die Magazinkapazität rein für die Arctorrent, die ist auch absolut notwendig. Aber an sich ist es okay. Ja, der Pilot ist in Ordnung ausgerüstet, die Sprintdistanz ist okay, Abklingzeit sowieso immer wichtig, Schaden und Reichweite natürlich vollkommen obligatorisch. Ich hätte halt auch hier nur, wie gesagt, das Reichweitenimplantat. Die seltenen Implantate, die merkt man so wenig, dass es sich eigentlich kaum lohnt, irgendwelche Ressourcen da reinzupacken. Ist genauso wie der Einsatz von seltenen Piloten oder so. Die sind meistens echt wack, deswegen ja, sollte man davon absehen. Also selbst wenn du nichts anderes da drin hast, lass den Slot einfach leer und spar dir die Ressourcen, weil du musst am Ende wieder A-Coins zahlen, wenn du das Implantat wechseln möchtest, was früher oder später notwendig sein wird. Und speziell, wenn du jetzt ein moderater Payer bist oder halt ein Free-to-Play-Spieler bist, ist das halt echt, ja, tut weh, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir hier in der Mitte ein Nomad mit einer RPG 2 und einem Disruptor 16 auf 5 Sterne. Ja gut, die Kombi braucht man glaube ich nicht reden, ist jetzt nicht so der Burner. Vielleicht macht er aber auch gerade Erfolge. Disruptor ist ja ein Erfolg, also Kills mit Disruptor sind Erfolge bei Nomad. Nomad ist ja noch, da bin ich auch gerade dran, das ist der einzige, der mir noch fehlt mit dem legendären Skin. Da bin ich gerade bei 94%. Er hat den Diesel dran, das ist ein Raketenpilot. Die Implantate sind nicht übel. Er hat Disruptor Nachladezeit und Disruptor Radius, du brauchst auf jeden Fall noch Disruptor Schaden, definitiv. Und er hat noch den Fähigkeitsschaden, okay. Also ich würde definitiv die Kettensprintdauer, die würde ich rauspacken. Und dann, wenn du irgendwann mal das Implantat haben solltest, dann würde ich dann noch den Damage reinpacken für die Disruptor. Auf jeden Fall, weil die ist absolut notwendig. Ansonsten ist der Pilot eigentlich relativ gut ausgerüstet. Kann man gar nicht meckern. Der Mech an sich gefällt mir halt leider nicht in der Konstellation RPG 2 und Disruptor 16. Also da, nee, das ist definitiv ein Griff in die Toilette. Aber ja, er ist auch erst auf 5 Sterne, da muss er natürlich gucken, wo er bleibt, ne? Aber RPG 2, also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, insbesondere mit Game nicht mehr. Gut, dann haben wir hier einen Panther mit zweimal Raygun 16 und einem Archangel, alles gemaxt, brauchen wir glaube ich nicht viel reden. Ist eine sehr klassische Kombination, das war damals eine der besten Kombinationen im Spiel und das schon sehr, sehr lange. Die Raygun 16 ist die erste 16er Waffe auf dem Markt gewesen, damals. Und seit dieser Zeit hält sich diese Kombi, Panther mit Doppel-Railgun 16, die hält sich bis heute. Sie glänzt heute nicht mehr ganz so sehr wie früher, aber sie ist immer noch absolut Meta und wird auch so im Endgame gespielt. Sehr cool. Gucken wir mal den Piloten an. Er hat... okay. Also, er hat die Reload-Zeit, ganz, ganz wichtig. Er hat die Stasis-Höhe für Panther, auch extrem wichtig, das Implantat. Er hat die Stasis-Effektdauer. Die kann man nehmen, wenn man nicht weiß, was man sonst draufpacken soll. Also wenn er jetzt der M-Rival drauf spielen würde, würde ich sagen, okay, kann man nehmen. Und dann darf er eben das Reichweitenimplantat für die M-Rival weglassen, weil das ist nämlich nicht so notwendig. Und das ist auch hier der Fall. Du brauchst kein Reichweitenimplantat für die Railgun. Also das Implantat würde ich definitiv irgendwann wechseln gegen den Railgun-Schaden in Legendär. Ansonsten ist der Pilot relativ gut ausgebaut. Alles stabil. Ich denke mal bisher der beste Bild, den ich gesehen habe in dem Hangar. Dann haben wir den Eclipse. Oh, der ist erst auf 4 Sterne. Okay. Mit 2 Disc Launcher 8 gemaxt und Stefania. Eclipse muss er natürlich noch leveln. Vollkommen klar. Was sagt der Pilot? Der Pilot ist fast gut gebaut. Er hat hier Schaden und
den Radius für das Launcher, es fehlt die Reload-Zeit, die muss unbedingt rein, und die Abklingzeit hat er drin, das ist auch gut. Und er hat hier Raubtierantrieb, Verwundbarkeit. Ach richtig, das Implantat, das den Schaden reduziert, wenn man getroffen wird mit angeschaltetem Antrieb. Also das, ich kann es verstehen, er hat den Piloten auf Stalker ausgebaut, aber das Implantat ist total nutzlos. Also dann lieber den Raubtierantriebsschaden, ne? Also das ist dann wesentlich wichtiger und dafür dann aber auch die Abklingzeit raus, wenn du den Piloten auf Stalker ausgebaut haben möchtest. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also wirklich Leute, bitte, 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 raubt ihr Antriebsverwundbarkeit, nehmt das Implantat nicht. Nehmt es nicht, es ist wirklich, es gibt Besseres, wesentlich Besseres. Ansonsten ist der Pilot aber relativ stabil ausgebaut und somit kann ich dem Hangar eine Wertung von, ich würde mal sagen so, 8 Punkten geben. 8,5 in etwa. Der Nomad, der ist ein bisschen doof gemacht. Aber sonst kann man eigentlich nicht großartig meckern. Als Endgame-Hangar habe ich mir den zweiten Implantatslot von Desink ausgesucht. Dem Discord-Moderator vom offiziellen Mech-Arena-Discord. Ist auch Content-Creator und Baum. So, wir gucken uns jetzt mal an. Wie er sein Nomad ausgerüstet hat, natürlich ganz klassisch, braucht man nicht viel zu sagen. Nomad mit Ember Gun 12 und Neve als Pilotin. Okay. Nicht schlecht, Schaden und Reichweite natürlich, absolut necessary. Dann natürlich Abklingzeit und Kettensprintdistanz. Kann man in dem Fall machen, weil man für die Ember Gun auch nur 2 Implantate braucht. Ich hätte da jetzt tatsächlich eher noch einen Fähigkeitsschaden reingehauen statt die Distanz, aber ist Geschmackssache. Kann man auf jeden Fall machen. Ist gut ausgebaut, der Pilot auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Surge mit den Storm Rack 12. So spiele ich ihn tatsächlich auch ganz gerne. Tatsächlich ohne Skin, ganz klassisch der Look. Mit Niklas, schauen wir mal. Aber Niklas ist ein Sperrfeuerpilot. Den hat er wohl zweckentfremdet. Den hat er hier eigentlich relativ ordentlich ausgebaut. Reload hat er reingemacht. Schaden und Radius. Sehr gut, es gibt noch ein viertes Implantat für die Waffe, die den Schaden auf Schild erhöht. Das Implantat funktioniert aber irgendwie nicht, das ist komplett nutzlos, würde ich niemals nehmen, hat er hier auch nicht. Und dann hat er hier noch die Surge Sprint Distanz. Ja, ich weiß nicht, die Distanz hätte ich vielleicht nicht genommen, ich hätte dann doch eher die Fähigkeitsdauer genommen. Oder eben hier die Abklingzeit. Ansonsten ist der Pilot natürlich super ausgebaut. Wie gesagt, Niklas zweckentfremdet. Wobei, ist gar nicht zweckentfremdet. Richtig, der ist richtig. Das ist ja Raketenschaden, stimmt ja. Irgendwie war ich gerade der Meinung, dass Niklas Sperrfeuer ist. Nein. Kommando zurück, er hat den richtigen Piloten genommen, Raketenschaden. Ja, das passt also. Braucht man nicht allzu viel zu sagen. Ist auf jeden Fall hervorragend ausgebaut und eine absolute Endgame-Kombo. Dann haben wir den Vortex. Den sieht man sehr, sehr viel bei Endgamern im CPC, im Deathmatch eher weniger. Mit Stormrack 8 und 16. Und Diesel als Pilot. Auch hier wahrscheinlich wieder ausgebaut. Ja, natürlich. Hier diesmal mit Abklingzeit. Sehr schön. Also auch der Pilot ist optimal ausgebaut. Braucht man, wie gesagt, nichts zu sagen. Ich weiß, durch die Endgame-Hangars, da kommen wir meistens relativ gut durch, denn die meisten Endgamer wissen halt einfach, was sie tun. Er hat ja auch diesen Black-Carbon-Skin drauf, der sieht ganz okay aus. Dann haben wir den Seeker, auch mit Railgun. Mit Railgun mag ich ihn auch ganz gerne. Ich spiele ihn aktuell eher mit Fragment, aber auch eher wegen den Erfolgen. Er hat hier einen Archangel drauf, okay. Er hat hier Railgun-Reload-Zeit, Railgun-Schaden. Dann hat er die Abklingzeit und er hat die Entfernung für Seeker, die Warp-Reichweite, allerdings nur als episches Implantat. Ich glaube, das gibt es aber auch als legendäres. Da kann man dann 30 Meter weiter quasi sich teleportieren. Das ist auch cool, das ist auch cool. Wird er wahrscheinlich irgendwann tauschen müssen. Wobei, ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich als legendäres? Ich glaube schon, ne? Müsste es legendäres geben. Auf jeden Fall Archangel hier perfekt ausgebaut. Seeker ist generell eine super Wahl. Und dann haben wir hier auch ein absolutes Must-Have, nämlich den Eclipse mit 2x EM Rival 12 und Baron. Ja, genauso wie ich ihn auch sehr, sehr lange Zeit durchgehend gespielt habe. Mittlerweile spiele ich Eclipse tatsächlich häufiger mit Ember Gun als mit Sniper, aber je nach Map nutze ich die Sniper auch noch ganz gerne. Schauen wir mal, wir haben, ja, er hat Baron exakt genauso ausgestattet wie ich. Einmal die Abklingzeit, einmal das Implantat für die Entfernung, für den Schaden und dann eben das epische Implantat für die Nachladezeit. Das gibt es ja nicht als legendäres Implantat. Und somit hat er seine Clips 1:1 genauso ausgebaut wie ich mit Pilot. Gibt es also absolut gar nichts zu meckern. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt vielleicht... Oh, ich weiß nicht, ja gut, 16 und 8er...
16 und 8, das Stormrack kann man machen, auf jeden Fall, ja. Ja, gut. Das wäre vielleicht der einzige Kritikpunkt, da kann man vielleicht noch was anderes machen, Miniguns oder so, aber das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Ne? Ich spiele ihn auch ganz gerne mal mit Stormrack, aber dann packe ich halt die 12er drauf. Allerdings kann ich es natürlich verstehen, weil er sie ja hier zweimal im Hangar hat. Also an und für sich gibt es hier gar nichts zu meckern. Der Hangar ist eine glatte 10 von 10, also ja, brauchen wir gar nicht diskutieren, alles in Ordnung. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ja, meine Freunde, ich hoffe, dieses kleine, aber feine oder dieser kleine, aber feine Hangar-Show-Off hat euch gefallen. Wir sehen uns zu einem weiteren Hangar-Show-Off und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.